Damit hallo und herzlich willkommen zurück in Bulgarn, das wir in der letzten Folge verteidigen mussten, wobei die Verteidigung eigentlich relativ schnell vonstatten ging. Ich will jetzt eigentlich mal gucken, ob ich die Johara Lords hier sehen kann, weil irgendwo sind jede Menge von meinen Lords gefangen genommen worden. Und ich würde gerne wissen, wo die sind. Okay, Birgit hat irgendwas vor, das freut mich eigentlich. Die soll ruhig mal machen. Und wir laufen einfach mal rum und gucken mal, was wir hier so finden. Ich kann mir ja Ullis Timer schnell anschauen, wenn ich schon hier in der Nähe bin. Wer ist das hier? Sandstalker, traveling to Ullastai. Okay, Ullastai. Den muss ich auf jeden Fall wegmachen, sonst geht der nach Ullastai rein. Und dann muss ich mich um die Leute auch kümmern. Das heißt, die können wir jetzt hier auf einem offenen Feld schön wegmachen. Oh, das ist dieser Elefantentyp. Aber ich denke mal, seine Elefantenreiter dürften keine so große Bedrohung für meine Bogenschützinnen darstellen. Mal schauen. So, die werden auf jeden Fall wieder einfach durch mich durchreiten. Die lieben Elefantentypen. Aber die werden trotzdem, wie man sieht, relativ schnell hier getroffen und getötet. Einige reiten natürlich wieder mal durch. Das heißt, wir ziehen uns gleich mal zurück. Aber die Maps gefallen mir hier. Okay, die gefällt mir jetzt nicht so. Die auch nicht so wirklich. Aber in den... die Wüste gefällt mir eigentlich, weil da haben wir sehr viel Platz zum Bogenschießen. So, vielleicht kann ich euch ein bisschen früher aufhalten. Das Problem ist halt, dass diese Elefantentypen anscheinend grundsätzlich an mir einfach vorbeirennen. So, genauso soll es laufen. Ein paar Einzelne sind durchgekommen, aber das ist jetzt keine große Sache. Okay, wirklich mitmachen kann ich da jetzt nicht. Ich werde einfach von zu vielen Leuten hier gerade gehauen. Aber dieser eine Lord ist jetzt kein so großes Problem. Und wir hauen uns hier mal ein bisschen durch die Einheiten durch. So, komm mal her, Herbalist. So. Genau, das dürfte dann eigentlich auch schon bald wieder gewesen sein. Ich denke mal, ich werde die Leute jetzt dann noch gleich reinchargen lassen. Wie sieht es denn auf der Map aus? Ach, noch geht's. Noch haben wir locker Zeit, hier reinzusnipen. Denn lieber mache ich die per Pfeile, als dass ich gegen diese Shadow... gegen diese Desert Assassins und sowas im Nahkampf kämpfe. Aber jetzt dürft ihr rein. Obwohl ihr den Rest jetzt auch noch hättet snipen können, aber... macht ein bisschen mal was im Nahkampf. Ihr sollt ja eure ganzen hübschen Nahkampfwaffen nicht umsonst haben. So, dann kann Tamaris auch mit ihrem fetten Skyfall-Schwert hier mal ordentlich was... mal ordentlich hier reinhauen. So einen Elefanten hätte ich natürlich gerne mal geritten. Aber ich weiß gar nicht, ob ich auf die aufsteigen kann. Egal. Momentan nicht wirklich unser Main Concern. Wir gucken uns mal Ullastai an. Ich glaube nicht, dass das ein Belagerungstower ist. Zumindest hoffe ich, dass es kein Belagerungstower ist. Wir werden es gleich sehen. Wir haben momentan 180 Virago Herons. Das finde ich relativ schön. Denn die Einheiten mag ich ziemlich gern. Und das sind Ladders, das ist schon mal schön. Rein von dem Aussehen her würde ich fast sagen, das könnte eine sehr schöne Belagerung werden. Weil es sieht aus, als hätten wir relativ viel Platz, um reinzuschießen. Oh Gott. Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Weil das sieht doch, wir stehen doch schon wieder relativ nah an dieser Stadt dran. Das ist wieder ziemlich schade, weil... genau, hier sind wir schon wieder am Rand der Map. Das finde ich ein bisschen blöd, warum das so hart begrenzt ist. Da könnte man ruhig das machen, dass ich noch ein paar Meter weiter hinter darf. Weil hier stehen wir schon sehr, sehr nahe dran. Natürlich kommt einiges an Kills schon rüber, aber... da wir so nahe dran stehen, werden wir auch relativ viele Verluste mitnehmen müssen. Aber was soll's. Wir gucken jetzt mal, wie es läuft. Vielleicht kriegen wir 200-300 Leute weg. Und dann können wir diese Stadt vielleicht mitnehmen, wenn wir schon mal da sind.
So, wirklich da hoch zu gehen oder da in die Nähe zu gehen, das macht jetzt noch keinen großen Sinn. Das heißt, ich halte mich mal irgendwo ein bisschen zurück, wo keiner auf mich werfen kann. Wobei, die können, glaube ich, überall auf mich werfen. Ich will nur irgendwo in Sicherheit sein, wo ich die Situation mal kurz ein bisschen beobachten kann. Ja, Rücken zudrehen ist natürlich immer eine ganz tolle Sache. Dann bleibe ich halt hier stehen und fange vielleicht ein paar Pfeile und Wurfsterne oder so ab. Naja, aber 1700 Leute sind halt 1700 Leute, also. Das wird schon ein bisschen dauern. Jetzt geht's auch schon relativ langsam. Sieht's denn aus? 200 Leute, naja. Also wenn ich schon so eine Stadt angreife, dann müsste ich es theoretisch auch wirklich von Anfang bis Ende durchziehen, weil wenn ich mich hier die ganze Zeit immer zurückziehe und dann wiederkomme, dann haben die Zeit, wieder ihre ganzen Garnisonen aufzustocken. So. Ich denke mal, ich mache in jeder Runde einfach mal jetzt 200. Und schau mal, dass ihr alles sauber dasteht. So, ich bin nach wie vor, glaube ich, nirgendwo in Sicherheit. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich die ganze Zeit mit meinem Schild hochhalten. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier mal kurzzeitig keiner auf mich wirft oder schießt. Und guck mir mal die Zahlen an. Wobei das auch schon wieder relativ langsam geht. Aber es könnte sein, dass gerade eben die Reinforcements kommen und dass die jetzt ein bisschen brauchen, bis sie wieder auf die Walls draufgehen. Vielleicht sollte ich ein bisschen warten, bis die mal hier alle ankommen. Oh, die schießen hier richtig in unsere Flanke rein. Das ist gerade richtig nachteilig. Wie sieht's denn auf der Mauer aus? Habt ihr schon wieder ein paar Ziele? Ja, da kommen sie erst. Egal, wenn ich jetzt Leute verliere, dann muss ich die jetzt halt auf die Schnelle mit Haushaltgas ersetzen. Das hilft jetzt halt nichts. Könnt ihr mal bitte nicht immer auf mich schießen? Ich will hier eigentlich nur mal in Ruhe stehen bleiben und die Situation mal ein bisschen beobachten. 130 Leute. Ich überlege gerade immer noch, ob ich den Kampf hier durchziehen soll bei Ulistein. Hm. 200 Leute pro Runde. Ungefähr. Naja. Mal schauen, vielleicht ziehe ich das gleich durch. Jetzt, wo ich schon mal hier bin. So, wartet mal. Wo sind denn die ganzen... Wo sind die denn alle? Ich sehe eine fette rote Linie vor mir. Aber ihr trefft fast niemanden. Ein paar, die hier mal kurz ein bisschen ihren Kopf rausstrecken, aber... Die stecken wahrscheinlich alle irgendwo unterhalb fest im Erdgeschoss wieder. Naja, knapp 200 Leute. Oh, vielleicht kann man hier durch die Tür einbrechen. Ah, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, Türen sind nicht zerstörbar. Ich weiß es aber nicht. Oh. Oh, die Tür ist ja doch zerstörbar. Sieh mal einer an. Ist ja interessant. Mal schauen, was da jetzt passiert. Laut Map werde ich vermutlich nicht von irgendwelchen Gegnern überschwemmt, denn die scheinen alle irgendwo ein bisschen rechts von mir zu sein. So, komm schon. Schlagen wir die Tür mal hier ein. Ist ja interessant. Okay, wie sieht's jetzt hier drin aus? Kommen wir hier rein? So. Aha. Vielleicht könnte ich meine Household Guards hier reinlaufen lassen. Household Guards, kommt mal mit. Ihr dürft jetzt mal... Halt, geht mal da runter. Und dann geht mal da rein. So, seid ihr jetzt alle irgendwie da? Jetzt seid ihr alle da, jetzt geht da mal rein. Schau, jetzt laufen die nämlich wieder andersrum. Das dachte ich mir fast. Weil jetzt sage ich Charge, können die durch diese Tür durchgehen. Die kommen da durch diese Tür anscheinend nicht durch. Okay, die kommen durch diese Tür wohl nicht durch. Aber ich komme durch diese Tür durch. Eventuell lasse ich die jetzt nochmal neu aufstellen und schau mal, ob ich durch diese Tür durchgehen kann. Und da vielleicht was reißen kann. So. So, ich lasse euch nochmal einen kleinen Schlachtruf da. Oh, mein Schild ist schon wieder fast kaputt. Verdammt nochmal.
Ja, holt die mal runter. Ich gehe derweil die Tür da aufknacken. Das Problem ist, dass mein Schild fast kaputt ist. Und wenn ich jetzt da reingehe und noch ein paar Pfeile abwehren muss, ist das Schild ganz kaputt. Oh nein. Der da oben ist jetzt richtig nachteilig. Wurde der gerade erschossen? Nee, wurde er nicht. Naja, das ist halt der Nachteil, wenn man keinen Bogen hat. Ich kann mich jetzt gegen die gerade gar nicht wehren. Schade, so komme ich natürlich in die Tür hier nicht rein. Ist der jetzt mal weg? Okay, der steht immer noch oben, aber für den Moment scheine ich erstmal kurz meine Ruhe zu haben. Und dann gucke ich mal, ob das überhaupt einen Sinn macht, hier reinzugehen. Zack, 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 zack. Aber ich mache eigentlich relativ viel Schaden an dieser Tür. Das geht zumindest schneller, als ich das gedacht habe. Hatten wir in Tuma Taharun, oder wie das Ding heißt, auch. Da haben wir auch so eine Tür aufgeknackt und das ging eigentlich auch relativ schnell. So, jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Da werden wahrscheinlich aber gleich zu viele auf mich schießen mit einem Bogen. Aua! Aua! Storm Archer, 400 EP. Okay, die sind wohl ein bisschen stärker noch. Kann ich dein Schild haben? Gibst du mir den? Vielen Dank. So, dann kann ich hier ein bisschen mitmachen. Halt, nicht mit Pfeilen auf mich schießen. Geht gefälligst in den Nahkampf. Ich hab's mir anders überlegt. Geht doch nicht in den Nahkampf. Ja, das bringt nicht ganz so viel. Weil das Problem ist, es sind doch noch dann einige Leute, die auf mich losgehen. Das ist nicht so toll. Und auch im Nahkampf, denke ich, macht das jetzt hier noch nicht allzu viel Sinn. Ich guck mal, wie die sich schlagen würden. Aber das wird noch nicht allzu viel Sinn machen, die hier in den Nahkampf hochzulassen. Nee, da sterben zu viele. Es waren schon wieder 244 Leute. Das heißt, es läuft eigentlich nicht... Oh, wir haben schon nur noch 1000 Leute. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich denke, die Stadt nehme ich jetzt kurz mit. Wenn ich schon mal da bin. Ich habe noch... Wie viele Leute habe ich dann überhaupt noch? 448. Naja, okay. Vielleicht teilen sich jetzt nochmal ein paar Leute hoch. Es werden aber gerade ganz schön viele gefangen genommen. Von meinen Lords. Das ist gerade gar nicht mal so toll. Eventuell muss ich doch gleich mal eine kleine Runde einlegen, um die alle mal zu befreien. Oder ich nehme einfach die Stadt schnell mit. 1000 Leute waren es noch. Wenn ich jetzt wieder 200 schaffen würde, dann dreimal noch zurückziehen und den Rest machen wir im Nahkampf. Zumindest ist das der Plan. Archers, ihr könnt noch mal einen Tick auseinandergehen sogar. Ihr auch. Oh nein. Vielleicht kann ich die noch kurz zurückhalten. Infanterie, Archers, Kavallerie. So, bleibt da noch mal ein bisschen stehen. Ich will noch nicht, dass ihr da jetzt reinschaut. Hier könnt ihr nämlich noch einiges an Kills theoretisch holen. Dann muss ich die Runde nicht so ganz verschwendet zurückziehen lassen. Was lebt hier denn eigentlich noch? Das sind, glaube ich, diese Shadow Warrior. Die geben nur irgendwas um 200 EP oder so. Das heißt, die sind, glaube ich, nicht allzu stark. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzten 1000 Einheiten schon nur noch Mülleinheiten sind von den Johara. Also momentan, denke ich, macht es noch nicht allzu viel Sinn, da hochzugehen. So, aber sie kriegen ihre 200 auf jeden Fall wieder voll, schätze ich mal. Mal gucken. 194. Ja, das passt. Dann sind es jetzt schon nur noch 800. Dann wird auch hoffentlich Ulias Dai oder so bald fallen. Weil die Sache ist halt immer die, wenn ich das als Marschall mache und mit 5000 Einheiten hier anrückt, dann sterben beim Autokampf mindestens 2000 gegen 1000 Verteidiger, mindestens 2000. Und wenn ich die hier rancharchen lasse, dann wird es wahrscheinlich noch schlechter ausgehen. Und es würde einfach eine halbe Ewigkeit dauern, so eine Stadt hier einzunehmen. So, damit sind es schon mal nur noch 750 oder so. Aber ich schätze mal... Also Pfeile habt ihr noch genug, wenn ich hier so runterschaue. Das heißt, da geht noch eine Runde. Dabei kann ich mich hier mal umgucken.
die Stadt, die gleich mir gehören wird, was ich mir hier eigentlich gerade so reinerober. Hier oben ist ein schöner Platz, aber eine tolle Aussicht hat man hier nicht wirklich. Keine Oasen in der Nähe. Obwohl da hinten vielleicht, nee, das ist nur, das ist alles nur Sand. Sand, Sand und noch mehr Sand. Ich weiß nicht, in so einem Gebiet wollte ich ja nicht unbedingt wohnen. Aber das Problem ist, beziehungsweise die Sache ist, Weltherrschaft bedeutet nun mal, dass wir auch Gebiete einnehmen müssen, die uns nicht gefallen. Aber wir werden nicht besonders lange im heißen Sand bleiben. Wir werden uns dann auch schon bald wieder aufmachen in Richtung anderer Gefilde. Wobei, wir sind noch eine Zeit hier im Sand beschäftigt. Aber die Buckhull Giants, die haben schon wieder dann ein etwas schöneres Gebiet. Weil das sind dann die, beziehungsweise um die Buckhull Giants werde ich mich als nächstes kümmern. Und danach wird es gehen an die Falcon-Einheiten. 354, schön, schön. Danach wird es an die Falcons gehen. Und das wird nochmal richtig interessant. Weil die kann ich nicht einfach so von den Wänden runtersnipen. Archers dahin, ihr dahin. So, alle mal ein bisschen zusammen. Dann dürft ihr der mal reinsnipen. Ich könnte vielleicht trotzdem die Tür nochmal aufmachen. Wer weiß. Vielleicht würde es ja diesmal besser laufen. Es waren 1000 drin, 350 waren draußen. Das heißt noch 650. Eventuell könnten wir die letzten im Nahkampf machen. Mal schauen. Auf jeden Fall dürft ihr jetzt nochmal eure Köcher schön leerballern. Dafür seid ihr schließlich da. Zack, zack. Knock, knock. Knock, knock. Keiner will Knock-Knock-Scherze mit mir machen. Aber wahrscheinlich deswegen, weil keiner auf der anderen Seite der Tür ist. Hallo? Habt ihr Zeit, um über Jesus Christ zu sprechen? Immer diese Zeugen Jehovas. Immer so aufdringlich. Alles klar. Hallo, liebe Draharas. Bitte schießt nicht mit Pfeilen auf mich oder werft nicht mit irgendeinem Zeug auf mich. Weil das würde mich relativ schnell wahrscheinlich ausnocken. So, vielleicht kann ich mir hier schön ein paar Kills holen. Während meine Mädels da vorne ein bisschen reinschießen. Aber ich schätze mal, irgendein Pfeil wird mich halt trotzdem gleich treffen. Genau, oder irgendein Schwert. Bleibt nochmal da unten stehen, bitte. Hier, dort und da. So, weil wir haben bisher erst 200 Leute, da geht noch ein bisschen mehr. Mal überlegen, das sind 650 noch insgesamt. Und ich glaube, die da hinten sehen nicht mehr allzu stark aus. Wir könnten sie also vielleicht chargen lassen. Mal schauen. Kavallerie, wo steht ihr denn? Stellt euch mal ein bisschen... Und ein bisschen... Der eine ein bisschen weiter nach vor, der andere ein bisschen nach hinten... So, weil ich glaube nicht, dass das noch besonders starke Einheiten sind. Eventuell könnten wir da mal rein. Wobei, solange sie noch Pfeile haben, dürfen die ruhig benutzen. So, raucht hier überhaupt irgendwo jemand Shisha? Ich meine, wir sind hier doch schließlich in der Wüste. Hier steht doch bestimmt irgendwo eine Wasserpfeife mit schönem Apfeltabak. Ich höre es doch hier schon irgendwo blubbern. Das ist keiner. Leider können wir in die Häuser nicht reingucken, aber da drin geht bestimmt die Post ab. Aber vielleicht wird ja hier ordentlich Shisha geraucht. Ja, bestimmt. Das ist so die einzige Öffnung in dem Haus drin und da drin ist so eine richtig illegale Shisha-Bar. Hier wird ordentlich Gras verheizt und Tabak weggeraucht. Naja, gut, dafür sind ja die Wüstenleute bekannt. Zumindest nach meiner Einschätzung. So, ich denke, ich lasse euch langsam mal rein. Das geht hier schon extrem langsam voran. Wisst ihr was? Geht einfach mal rein. Wo ist denn hier das? Charge, 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 charge. Und jetzt schauen wir mal, wie ihr euch im Nahkampf gegen die schlagt. Weil eigentlich seid ihr absolute Top-Truppen mit absolut dicken Rüstungen und fetten Waffen. Ihr solltet da eigentlich locker reinkommen. Aber nicht, wenn die erste Household Guard hier... alles verstopft.
So, mal gucken, wie das läuft. Es wäre natürlich schön, wenn ihr euch jetzt mal langsam hier so ein paar mehr nach oben kommt, denn gleich werdet ihr von zwei Seiten angegriffen. So, jetzt könnt ihr euch schön in zwei Seiten, in zwei Seiten mit denen rumprügeln. Ja, das passt schon. Die Household Guards kämpfen sich da ganz gut durch. Es waren noch insgesamt 650, glaube ich. Also leben jetzt noch insgesamt 300 Leute oder so. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Ja, die sollten sich da durchkämpfen. Und wir gucken natürlich wie immer schön zu. Ja, da könnten noch ein paar mehr nach oben kommen. Ja, schön jetzt. So, wenn sie es halt schaffen würden, so ein bisschen um die rumzugehen und von mehreren Seiten die anzugreifen. Wobei, die wird gleich umkippen. Ja, die wird von zu vielen Seiten hier verhauen. Die wird gleich umkippen, aber vielleicht kann sie noch ein paar Kills holen. Ja, die holt doch noch ordentlich was. Genau das will ich, dass die sich ein bisschen, dass sie die Gegner so ein bisschen einkesseln. Ja, aber ja, okay, jetzt ist sie umgefallen. Aber die haben zumindest schon mal die Seite hier weg. Aber hier wird es jetzt wieder dauern, bis sie sich da durchkämpfen. Weil hier ist jetzt wieder so ein 5 gegen 5. Und das wird eine ziemlich lange Zeit dauern, bis die sich hier erfolgreich durchkämpfen. Also einmal kommen noch Reinforcements und dann sind wir durch. Ich denke aber, das werde ich durchlaufen lassen. Schön wäre es natürlich, wenn es mehrere Drahara-Leute schaffen würden, hier hinten hochzugehen. Weil dann könnten wir schön an zwei Fronten kämpfen, dann würde das alles noch schneller gehen. Ich könnte natürlich versuchen, einigen von den Household Guards zu sagen, die sollen da runtergehen. Und dann könnten sie so hier hinten angreifen. Aber dann würden sie wahrscheinlich hier direkt in die ganzen Bogenschützen und Wurfspeertypen da reinlaufen. Und dann, das ist glaube ich nicht so gut. Die sollen ruhig lieber hier oben ein bisschen... Ja, schön. Schön wäre es, wenn sie sich da jetzt ein bisschen verteilen. Naja, es dauert zwar, aber sie kämpfen sich voran. Diese 160 Leute sind eventuell schon die... Na, da einmal kommen, glaube ich, noch Leute hinterher, so 30 oder so. Aber wir kommen auf jeden Fall ganz gut voran. Während ich mal wieder hier stehe und versuche, ein paar Kokosnüsse zu knacken. Das sind ja gar keine. Keine Kokosnüsse. So, was haben wir denn hier so? Naja, einen sehr großen Ort zum Leben habt ihr ja nicht. Aber er soll mir genügen. Weltherrschaft bedeutet, wir nehmen alles mit. Egal wie klein und unbedeutend es ist. Oh, schön, einige schaffen es außen rum zu gehen. Das bedeutet dann auf jeden Fall den schnelleren Tod der Drahara. Jetzt, da sie von zwei Seiten angegriffen werden. Wir könnten mal wieder aus der Vogelperspektive, hier zum Beispiel. Wir sind hier, ein Vogel, sitzen hier auf diesem... Hier auf dem Stein drauf und gucken hier jetzt dem Kampf so aus der Vogelperspektive zu. Schön, jetzt könnt ihr nämlich von zwei Seiten angegriffen werden. Wobei ich glaube, dass die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mädels da unten eventuell ein paar Probleme kriegen. Jetzt kriegen sie zwar noch ein bisschen Verstärkung, aber naja, das werden sie auf Dauer nicht schaffen. Wenn ihr alle zusammenhaltet, dann könnt ihr das... Genau, dann läuft das besser. Aber wenn einer allein in 10 von diesen Typen reinläuft, dann gibt es dann einfach nicht viel, was sie da machen kann. Oh, Alindl hat sich sogar auch einen Kill geholt. Ich glaub's ja gar nicht. Wobei Alindl ist momentan ja auch nicht zu unterschätzen. Der hat eine dicke Rüstung, der hat viel in Power Strike. Also der macht mittlerweile auch schon ganz, ganz gut Schaden. So, das war's dann auch. Damit gehört Ulias Tai oder wie auch immer gehört auch mir. Dann kann ich mir noch mal ein paar andere Castles hier drumherum anschauen. Und dann schaue ich mir vielleicht gleich mal das Castle an, wo diese ganzen Shadow Warrior drin sind. Weil ich glaube, das Castle wird richtig bitter. Aber das werden wir gleich sehen. Zur Not müssen wir es per Autokampf machen. Mal gucken. Oh, was ist hier noch los? Eins, zwei, drei Leute. Aber ich denke, wir würden das trotzdem schaffen. Okay, hier scheint nicht mehr viel zu gehen. Aber ich denke, wir müssten den Kampf trotzdem gewinnen. Auch wenn ich mich jetzt zurückziehe. Schöner wäre es natürlich, wenn sie die restlichen auch noch umhauen würden. Aber anscheinend finden sie da keinen Weg nach oben. Genau, you were victorious. The remaining enemies surrender. Alles klar. Ihr dürft euch mal nehmen. Ach, verdammt.
So, passt schon. Gehen wir zurück. Die Stadt behalte ich mir. Und schau mal hier rein. Was haben wir hier? Entertainment Guildsman wird... Nee, werde ich nicht brauchen. Ja, vielen Dank. Nein. Ich brauche dich momentan nicht. So. Das lief doch schon mal gar nicht schlecht. Dann wird mal verkauft. Und dann wird mal nicht wirklich lange rumgesessen, denn wir werden direkt weitermachen. Die Drahara werden keine große Zeit kriegen, sich hier neu aufzubauen. Wir gucken nur mal, ob hier was Interessantes drin ist, aber hier ist ja nur Müll drin. Stubborn, super. Okay, hier ist nur Blödsinn drin. Das bedeutet, wir gehen direkt weiter. Sind hier vielleicht Mädels drin, die ich freilassen kann? Hallo, Emira Ravin. So, dann füllen wir mal die Toten ein bisschen wieder auf. Alles klar, soweit, so gut. Wir haben immer noch Platz für sehr viele Einheiten. Es sind tatsächlich doch mehr gestorben, als ich dachte. Vielleicht habe ich mal wieder Zeit, ein paar neue Hired Recruits ranzuholen, weil die Hired Sharpshooter gehen mir langsam ein bisschen aus. Aber wir haben auf jeden Fall Ulias Teil auch eingenommen, können uns vielleicht jetzt hier die restlichen Castles mal anschauen, aber wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was vor uns. Aber ich werde dann, wenn ich mit allen Ladders und scharfschützenfreundlichen Castles fertig bin, mich zum Marshall machen und den Rest einnehmen. Aber für den Moment sind wir erstmal hier zufrieden. Wir gucken dann auch gleich schon mal, wie es weitergeht. Wir sehen es in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.